zum Vortrag Automatisierung in Marketing, Publishing und natürlich hier auch Produktkommunikation. Es geht um Best Practices, Möglichkeiten, aber ich möchte auch einiges an Grenzen aufzeigen und dazu so einen Rundumschlag, einen mal gesamten Überblick über verschiedene Methoden der Automatisierung auch aufzeigen. Bevor es losgeht, kurze Vorstellung. Ich bin im Schwerpunkt Systemauswahlberaterin für webbasierte Marketinglösungen. Auch da wieder spezialisiert auf Regionalhandelsmarketing, aber auch Verlags-Corporate-Publishing und auch Web-to-Print-Portale, die ich begleite bei der Systemauswahl. Dann habe ich auch damit verknüpft sozusagen Publikationen, die ich herausgebe, ein Expertenportal, da ist integriert eine Marktübersicht, Web-to-Publish-Systeme, das ist so das Label für diese rund 140 Systeme, die da auch vertreten sind. Und ich gebe ein Fachbuch heraus seit 2014, jetzt in der fünften Auflage. Es wird regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie Interesse haben, können Sie mir gerne Ihre Karte geben, dann bekommen Sie auch ein Exemplar zugeschickt. Vorsicht, es ist Print dann. Ja. Sie können sich es aber natürlich auch auf der Website kostenlos runterladen und anschauen. Ja, unsere Themen, was ist Automatisierung? Und ich möchte vor allem einen Schwerpunkt legen auf die verschiedenen Methoden der Automatisierung, angefangen von Content First bis hin zu Datenhub, Headless-Systeme, welche Möglichkeiten habe ich und das Ganze dann auch verbunden mit einigen Praxisbeispielen. Ja, wir können nicht über Automatisierung reden, ohne über KI zu sprechen. Ja, das ist nicht mehr möglich, spätestens seit ChatGPT, den ich auch hier die Definition habe verfassen lassen. Und da wird Automatisierung dann mit Automatisieren auch erklärt. Ja, es ist halt ein Textgenerator und alles, was ich da produziert bekomme, muss halt auch verifiziert werden. Kann also nicht alles so für bare Münze genommen werden. Und es ist halt eine prima Sache, um quasi, wenn ich vor einem leeren Blatt Papier sitze, mir Ideen generieren zu lassen, Vorformulierungen, die ich dann eben auch dann gut weiterverarbeiten kann. Das ist, ChatGPT ist vortrainiert mit Texten bis zum Jahr 2021, wurden da verarbeitet. Es gibt aber auch Textgeneratoren, die ja unternehmensspezifisch eingesetzt werden können. AX Semantics ist so ein Beispiel. Und da ist es so, dass dann das Training dieser KI-Plattform eben unternehmensspezifisch dann erfolgen kann. Also ja, da werden dann entsprechende Mitarbeiter eingesetzt, um diese unternehmensspezifische Terminologie und so weiter dann eben in das System einzupflegen. Im E-Commerce, ja, es gibt immer mehr Webshops, die quasi, also fast ausschließlich auch KI-erzeugte Texte haben, ja, weil ich halt dadurch die Möglichkeit habe, eine sehr hohe Zahl an Produkten in unterschiedlichen Sprachen eben dann automatisch mit Texten präsentieren zu können. Ja, Ziel, Zeit, wir wollen Zeitkosten sparen, Effizienz, Qualitätssteigerung, das sind so die Vorteile, die halt immer auch genannt werden, die ich über die Automatisierung erzeugen will. Und bei der KI ist es so, dass ich unterscheide zwischen regelbasierter künstlicher Intelligenz und sogenannter selbstlernender, selbstoptimierender Intelligenz auf Machine Learning Basis. Regelbasierte Systeme haben wir schon ganz lange. Also Werk 2 hier schon seit Jahrzehnten, kann man glaube ich sagen. Also das ist halt Definitionssache. Ich definiere KI so und für mich zählen regelbasierte Systeme auch dazu. Es ist so, dass wenn ich regelbasierte Systeme habe, dass ich quasi die Parameter, nach denen das System arbeiten soll, eben quasi manuell eingeben muss. Und bei Machine Learning Systemen habe ich eben ein selbstoptimierendes System, ja, was sich eben selbst dann korrigiert und wieder optimierte Ausgaben erzeugt.
es ist so, dass das nicht immer unbedingt gewünscht ist. Ja. Also es kann durchaus sein, dass ich, wir sehen uns das nachher auch mal bei der Template-Erstellung an, dass ich, wenn ich jetzt ein und dieselben Aufgaben in eine Plattform, KI-Plattform eingebe, dann erhalte ich in der Regel bei der regelbasierten KI auch ein und dasselbe Ergebnis. Ja, und bei den selbstoptimierenden Plattformen ist das quasi systemimmanent, dass ich auch immer wieder unterschiedliche Ergebnisse erzeuge, weil die sich eben laufend anpassen. Ja, wir haben gerade im Kreativbereich vor allem leistet die KI ja schon ganz wichtige, erstaunliche Dinge. Also von eben Textgeneratoren haben wir uns jetzt angeschaut, Übersetzungen, Erstellung von Grafiken, Bildern. Also da ist eigentlich gerade der, vor allem der Kreativbereich sehr stark betroffen. Aber auch dass die ganze Produktdaten, Mediendatenverwaltung kann über KI wesentlich effizienter und schneller erfolgen, indem ich dann eben auch zum Beispiel also die ganze Metadatenerzeugung oder eben Generierung von Texten und Beschreibungen aus Metadaten. Und ja, da haben wir jetzt natürlich enorm viele Effekte. Und auch im Bereich der Template-Erstellung schauen wir uns dann nachher noch einige Beispiele an. Ja, welche Methoden und welche Methoden gibt es jetzt für die Automatisierung? Wir fangen an bei Content First und Standardisierung. Die Verwaltung, also die einheitliche zentrale Datenverwaltung, das ist ja quasi ein wichtiger Ausgangspunkt für die Automatisierung. Und da habe ich jetzt quasi zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Entweder kann ich sagen, ich habe ein und dieselbe Content-Struktur für meine einzelnen Medienkanäle. Also ich habe jetzt hier mal Print und Web. Das können natürlich auch wesentlich mehr sein. Oder ich habe unterschiedliche Content-Strukturen, die ich dann medienkanalspezifisch eben pflegen und verwalten muss. Und es ist gerade im Bereich der Produktkommunikation, hier habe ich mal das Beispiel von Vago, die sind ja hier, glaube ich, auf dem Print.de auch vertreten. Das ist so, dass ich, wenn ich jetzt hier im Webshop bin, ich habe links die Facettensuche, ja, nach der ich die Produkte filtern kann. Und diese Struktur, die habe ich dann eben auch im PIM-System. Und zwar dann eben natürlich für die Ausgabe der Produktdaten, aber auch für die Ausgabe von Printdokumenten. Das heißt, ich habe natürlich eine wesentliche Vereinfachung, weil ich eben nicht viele unterschiedliche Contentstrukturen pflegen muss, sondern eben nur eine einzige. Etwas anders, also das ist, denke ich, so ein Trend, den man auch feststellen kann und der auch schon praktiziert wird in der Produktkommunikation. Wenn ich jetzt aber im Bereich Marketing oder auch Verlags-Corporate Publishing mir die Datenverwaltung anschaue, da ist es oft so, dass ich schon unterschiedliche Content-Strukturen habe. Also zum Beispiel für den Print oder für den Webkanal. Da habe ich dann Text, also Kurztexte, Langtexte. Ja, ich habe unterschiedliche Ausgabestrukturen. Und das ist vor allem, wenn man sich den Bereich barrierefreie Webseiten anschaut, auch ein ziemlich wichtiges Thema, weil ich da sehr enge Strukturen habe, in denen ich mich bewegen muss. Also wenn ich in einem Printdokument bin, spielt es keine Rolle, wenn die Überschrift ein Bild ist. Ja? Aber wenn ich das also in den Webkanal ausgeben will, da geht es natürlich nicht. Und hier werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft eher diese unterschiedlichen Strukturen schlichtweg auch weiterhin so haben. Aber das Entscheidende ist, also ob ich jetzt einheitliche oder unterschiedliche Produktstrukturen habe, das ist eben abhängig von dem Einsatzbereich. Aber das Wichtigste ist, dass ich den Content-Kanal
fertig bearbeite, bevor ich dann in die Medienkanäle ausgebe, weil ich nämlich genau an dieser Stelle halt die Automatisierung dann erreichen kann. Also ich drücke auf den Knopf, verbinde die Daten mit den Templates oder mit Regelwerken und produziere die automatische Ausgabe. Und das ist halt sehr häufig für Autoren, für Redakteure, für Sachbearbeiter, ist es oft eine große Umstellung von der Arbeitsweise her. Ja, also sich wirklich rein im Content zu bewegen. Ich meine, das kennen wir auch alle. Wir schauen uns zum Beispiel, wenn wir ein Printdokument erstellen, dann schaut man sich das Ausgabedokument an. Und da fällt einem dann erst alles wieder so ein und auf, was man dann doch gerne geändert haben möchte. Ja. Und das ist halt dann an der Stelle, sollte das nicht der Fall sein und ist eigentlich dann eben auch der ein wichtiger Aspekt, den man beachten sollte, wenn man halt Automatisierung anstrebt. Ja, Sie dürfen auch zwischenfragen. Nicht so. Ich wollte die Folie zurückgeben, weil da hätte ich eine Frage, und zwar also von meinem Verständnis oder von der Zielsetzung eigentlich war immer das erste Beispiel, eigentlich sozusagen das anzustreben. Ne? Ja. Und jetzt höre ich jetzt in wiederholtem Maße in verschiedenen Vorträgen, dass eben dieser zweite Passus, der ja eigentlich, oder diese zweite Variante, die ja früher eigentlich die vorherrschende war, auch wieder akzeptabel ist oder auch Verwendung weiterfindet. Also, und wie könnte, also Frage 1, wie lang oder wann war das so diese Trendwelle, diese Erkenntnisse zeitlich eingetaktet? Und die zweite Frage ist, warum man eben diese zweite Variante jetzt wieder zulässt, weil sie eigentlich dem Paradigmen, das Paradigmen entgegenspricht, dass man eben alle Daten zentral halten möchte, egal unabhängig des verwendeten Vertriebskanals, um damit eben den sogenannten Golden Record oder die Single Source of Truth zu erreichen. Mhm. Ja, also ist ein sehr guter Hinweis, Einwand auf jeden Fall. Also ich würde Ihnen auch, also das wäre eigentlich mein, wird dann meine letzte Folie sein, wo ich Ihnen zustimme, dass ich, dass man eigentlich die erste Ebene hier anstreben sollte. Haben Sie völlig recht. Und das ist aber eben abhängig, also ich, deshalb habe ich die Bereiche Marketing genannt und auch Verlagspublishing. Da ist es halt am stärksten, so wie ich das beobachte, dass wir da halt eine stärkere inhaltliche Trennung haben in den einzelnen Kanälen. Das ist einfach produktspezifisch so. Und es ist im Hinblick auf die Automatisierung auf jeden Fall anzustreben, diese erste Ebene. Aber es wird eben, also wenn ich mir den Bereich Verlags-Corporate Publishing anschaue, habe ich so meine Zweifel, ob man das wirklich erreichen wird. Ja. Ja. Aber deshalb, aber nochmal wichtig ist halt, denke ich, wenn ich schon unterschiedliche Content-Strukturen habe, dann muss ich bitte auch in der Content-Verwaltung bleiben. Also dann, dass ich dann die inhaltliche Finalisierung dann auch auf der Datenbankebene mache. Also das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass ich dann eben eine unterschiedliche Content-Zusammenstellung noch praktiziere, aber letztendlich automatisiert in die Kanäle rausgehe. Also das ist halt wichtig. Und dass ich da nicht x Korrekturschleifen habe, die dann kanalspezifisch sind, sondern dass ich eben in der Datenverwaltung zentral bleibe. Ja, hier ein anderes Content-First-Beispiel. Das ist ein Marketing-Portal, also Content-First jetzt auf einer anderen individuellen Ebene. Das ist ein Marketing-Portal eines Autohauses. Ich glaube, wer kennt sich aus mit Autos? Cupra ist VW-Konzern, glaube ich. Ne? Ja. Und diese Autohäuser, die locken sich in diese Marketingportale ein und wollen jetzt zum Beispiel für ein Leasingangebot eine Werbemittelkampagne durchführen. Jetzt ist es hier so, dass ich einmalig individuelle Eingaben mache,
also durch das Autohaus, hier Leasingraten, Kilometerleistung des Fahrzeugs. Und diese individuellen Eingaben, die werden dann mit ausgewählten Werbemitteln verknüpft und automatisiert zusammengeführt und ausgeleitet. Also ohne diesen Kampagnenautomaten ist es eben so, dass man jedes einzelne Werbemittel quasi separat aufgerufen, individualisiert bestellt hat. Und hier mache ich eben diese Zentralisierung der individuellen Eingaben und die unterschiedlichen Medienkanäle. Da haben wir hier Anzeigen, Kino, Online-Banner, Facebook-Ads, Großflächen, Funk oder auch Fahrzeugbeklebung. Ja, was haben wir hier für Grenzen? Es ist eben so, dass ich die Werbemittel jetzt von der rein vom Format her halt nicht zu weit auseinanderliegen sollten. Weil wenn ich jetzt Eingaben habe, die für einen Online-Banner passen, dann ist es halt schwierig, das Ganze auf eine ganzseitige Zeitungsanzeige dann auch zu bringen. Also hier sollte das Ganze dann halt auch koordiniert und synchronisiert sein. Das Ganze kann jetzt auf Knopfdruck sozusagen für die Faulen komplett automatisch durchlaufen. Ja. Oder ich speichere das in der Merkliste und kann dann trotzdem nochmal die einzelnen Werbemittel bearbeiten. Und das Ganze geht auch vollautomatisiert dann in die Mediabuchung. Das heißt, wenn ich jetzt hier Facebook oder Google-Anzeigen habe, dann würde ich hier noch so eine Auswahl an Budgetpaketen einblenden, die ausgewählt werden können. Und dann geht das auch automatisch in die Kanäle. Ja. Ja, dann haben wir einen anderen Punkt. Und zwar Dynamic Publishing, Database Publishing. Wir haben im Prinzip drei unterschiedliche Produktionswege für das Dynamic Publishing, das heißt für die Verknüpfung von Produkt- oder von Datenquellen mit Ausgabedokumenten. Und das war das, was wir hier sehen, das ist das InDesign mit dem Print-Plugin, ja, das kennen bestimmt viele von Ihnen hier. Und hier werden gerade automatisch die Produktinformationen, die Artikelbausteine in das Template fließen hier ein. Vorteil ist hier, dass ich noch im InDesign das Dokument nachbearbeiten kann. Ja. Und dann ja, über eine InDesign-Nachbearbeitung dann noch finalisieren kann. Zweite Möglichkeit, das ist die Verknüpfung von Produktdaten mit Templates. Das heißt, also in InDesign ist auch ein Template, aber hier habe ich eben eher vorkonfigurierte Templates, die jetzt an sich dann nicht mehr nachzubearbeiten sind. Ja, hier findet also eine Verknüpfung der Datenquellen mit den Templates statt und die automatische PDF-Erzeugung. Hier haben wir ein Beispiel von Assa Abloy, die sind jetzt hier parallel im Vortrag auch. Und hier bin ich im Akeneo PIM-System. Wähle ein Template aus für Datenblätter und das geht dann über den Print Cloud Datasheet Service. Dort wird automatisiert das PDF erzeugt und dann wieder im Akeneo PIM kann es angezeigt werden. Das ist also die Verknüpfung mit Templates. Und die dritte Variante, das ist die Template-freie. Das heißt, da habe ich dann nur die Datenquellen aus dem PIM-DAM und verknüpfe die mit einem Regelwerk. Das kann ein XML-Regelwerk zum Beispiel sein. Das heißt, ich habe hier kein InDesign, keine Templates, sondern nur noch ein Regelwerk, das den Datenstrom aufnimmt und dann die Ausgabedokumente erzeugt. Also ich kenne das auch aus Unternehmen, Bereich technische Dokumentation. Und da haben wir eben den Effekt, den wir vorher gesehen haben, Content First. Also sie arbeiten nur im Content, ja, völlig Blackbox. Ja. Und dann wird halt auf den Knopf gedrückt und es geht in die Ausgabedokumente. Das geht natürlich nur auch bei einer sehr weitgehenden Standardisierung der Dokumente. Aber die Anwender sagen eigentlich, dass halt die Limitierungen, die ich halt durch InDesign habe, dass ich die halt da auch sehr ebenso nicht mehr habe und eigentlich eine bessere Anpassung habe
der Layout-Erstellung an den Content. Ja. Das sind so die Erfahrungen damit. Ja, dann haben wir noch einen weiteren Punkt zum Thema Standardisierung. Wenn ich jetzt, das habe ich oft bei meinen Systemauswahlprojekten als Anforderung, ich habe, Unternehmen haben Anzeigen in vielen verschiedenen Formaten oder Plakate. Dann habe ich einen relativ hohen Aufwand, wenn die Grafik oder die Agentur jedes Mal die unterschiedlichen Formatadaptionen machen muss. Das ist sehr viel, je nachdem, wie viele Formatadaptionen das sind, entsteht da halt ein relativ hoher Aufwand. Jetzt kann ich das Ganze mit einem intelligenten Master-Template lösen, ja, indem ich sage, ich habe ein Template und baue in dieses Template ein Regelwerk ein, wodurch ich eine Anzeige jetzt in dem Fall automatisiert in unterschiedliche Formate eben umsetzen kann, bei gleichbleibendem Inhalt. Ein und derselbe Inhalt. Und das ist eben auch KI regelbasiert. Da sind wir jetzt bei dem Punkt, den ich eingangs sagte. Also wenn ich ein und dieselben Eingaben habe für eine solche Anzeige, dann bekomme ich auch immer wieder dasselbe Ausgabeergebnis. Ja. Wenn ich jetzt eine selbstlernende KI hätte, dann wird das wahrscheinlich immer wieder auch ein unterschiedliches Ergebnis erzeugen. Und hier werden eben diese Daten, also aus der Datenquelle, die Informationen werden jetzt hier in diesem Kasten zum Beispiel umgesetzt. Dann, ja, wie funktioniert es, dass hier auch immer wieder dieser richtige Bildausschnitt angezeigt wird? Also ich kenne es jetzt aus einem anderen System. Da ist es so, dass ich bei der Anlage der Regelwerke eben sage, definiere, welcher Bildausschnitt soll immer zentral abgebildet werden in den einzelnen Templates. Ja, das kann man definieren, festlegen und dann setzt die KI das intelligente Template so um. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, Workflow Automation. Ich habe das hier mal unterschieden in prozessorientiert und toolorientiert. Also es gibt natürlich keine prozessorientierte Automation ohne Tools und umgekehrt, ja, aber einfach hier, um diesen Schwerpunkt auch zu bilden. Wichtiges Thema bei Workflow Automation kann BPMN sein, Business Processing Modeling and Notation. Das ist eine Datenmodellierungssprache, die ist auch ISO, also eine ISO-Norm und entweder auf BPNN-Basis oder auf Basis von Eigenentwicklungen werden eben solche Workflows in den Tools verwendet, um die Prozesse mehr oder weniger automatisiert zu steuern. Und hier kommen wir auch zu dem Stichwort Marketing Automation. Da ist es eben so, dass ich die Workflows, die ja verknüpft sind mit Aktionen, mit Tools, mit Ereignissen, mit Zeitpunkten, dass die in einem Marketing Automation Tool eben vollautomatisiert durchlaufen. Und in anderen Systemen, da kann es eben sein, dass ich zum Beispiel einen Freigabeprozess habe. Da muss dann erst noch jemand manuell sagen, so, die Sache ist jetzt freigegeben, okay, und der Workflow-Schritt wird dann eben manuell weitergeschaltet. Ja, und zum Thema prozessorientierte Workflow-Automation wollte ich Ihnen auch gern ein System von Google vorstellen, weil ich das sehr weitreichend finde in dem Bereich. Und zwar haben wir hier die verschiedenen Google-Kanäle. Also angefangen vom Suchnetzwerk, das kennen wir alle, Display-Netzwerk, Discover, das ist so ein Newsfeed, YouTube, Gmail. Jetzt ist es so, wenn ich ein als Unternehmen Werbetreibender bin, dann muss ich eben ohne dieses System Performance Max, heißt es, für jedes dieser Ausgabekanäle die einzelnen Werbemittel erstellen. Und mit diesem Performance Max ist es so, dass der Werbetreibende das eben nicht mehr machen muss, sondern er gibt nur Einzelelemente in die Plattform ein. Also Texte in verschiedenen Längen, Langtexte, Kurztexte, Überschriften, verschiedene, dann die ganzen Logos in verschiedenen Formaten, Bilder und auch Videos. Und Google erzeugt daraus automatisiert die Werbemittel für die einzelnen Kanäle und übernimmt eben auch die Steuerung.
Wichtig ist es, dass man eben auch Videos zum Beispiel auch mit in das System eingibt, weil wenn man das nicht macht, erzeugt Google die Videos automatisch. Ja. Und das ist dann also nicht immer das Ergebnis, was man sich dann wahrscheinlich wünscht. Um das Ganze jetzt dann doch noch zu steuern, kann der Werbetreibende oder die Mediaagentur jetzt auch hier bestimmte Parameter, Zielgruppensignale nennt man das, also so bestimmte Suchbegriffe, noch mit auf den Weg geben oder eine Gebotsstrategie, will ich jetzt nach Umsatz oder Klick optimieren zum Beispiel. Ja, und dann ist es eben so, dass ich zwar das Ganze schon noch managen und steuern muss, aber mit einem erheblich geringeren Aufwand, als wenn ich das eben für die einzelnen Kanäle einzeln tun müsste. Ja, und so die Erfahrungen der Agenturen oder Unternehmen, die damit arbeiten, ist, also das Ganze funktioniert schon sehr gut. Was halt bemängelt wird, ist, dass man nicht mehr so viel steuern kann. Ja. Aber das ist halt, ja, da, das ist sozusagen der Preis, den wir für die Automatisierung zahlen, dass wir eben das genau nicht mehr so tun können. Ja, ja, und das Ganze ist natürlich KI-basiert. Ja, toolorientierte Workflow Automation, das sind zum Beispiel Zapier und Make als Beispiele. Das heißt, hier habe ich Plattformen, die standardmäßig bestimmte Tools, Anwendungen eben integrieren können und zu einem Workflow zusammenbauen. Und bei Zapier ist es so, ich glaube, die haben tausende von Anwendungen und Tools ja auch schon standardmäßig integriert. Und hier habe ich mal ein Beispiel, das wurde mit Make gemacht. Hier habe ich eine Plattform, sind wir wieder im Automobilbereich. Hier möchte ein User ein Leasingangebot für ein bestimmtes Auto. Ich habe das hier mal anonymisiert, weil die Automobilhersteller sind da sehr empfindlich, wenn es um die Darstellung ihrer Autos geht, obwohl die alle rumfahren. Also hier gebe ich die User-Daten in ein Webformular ein. Das ist ein HubSpot-Webformular. Und dann gehen diese User-Daten an HubSpot. Dort wird es mit dem CRM abgeglichen, noch mit Kraftfahrzeugdaten kombiniert und geht dann per E-Mail an den Leasingpartner, Workflow-Ende. Ja. Und der Leasingpartner bekommt dann die E-Mail und bearbeitet dann eben die Anfrage entsprechend. Also hier werden diese unterschiedlichen Tools zu einem Workflow zusammengebaut. Also ich sehe es eigentlich eher so in dem Bereich von Teilprozessen. Ja. So die Anwendung. Eine andere toolorientierte Geschichte, das ist Robotic Process Automation, RPA. Auch da habe ich eine Plattform, in dem Fall ist es UiPath, das ist ein Marktführer in dem Bereich. Und auch der bietet verschiedene Anwendungen, die er in der Plattform schon standardmäßig integriert hat. Und das sind vor allem im SAP-Bereich wird das halt sehr viel angewendet oder auch Google Excel-Anwendungen sind hier alle integriert. Und hier werden sehr häufig auch manuelle Tätigkeiten, die ich also auf Frontend-Ebene normalerweise machen würde, können hier automatisiert von dieser Lösung ausgeführt werden. Hier werden dann diese Anwendungen mit Aktionen eben verknüpft. Da kann ich auch ganze Excel-Tabellen damit ausfüllen lassen. Ja, oder hier sind so Beispiele, E-Mail-Anhänge werden zum Beispiel auf ein Backup-Medium transferiert. Oder auch im Bereich Datenmigration ist das gut vorstellbar. Das Ganze sollte eigentlich nach Möglichkeit ein kontinuierlicher Prozess ohne Unterbrechung sein und wird auch da angewendet, wo eben keine Echtzeitschnittstellen da sind oder eben gewünscht sind. Ja. Und was hier noch wichtig ist, also bei diesen toolorientierten Anwendungen, das läuft halt so unter diesem Stichwort Low-Code, No-Code. Das heißt, dadurch, dass ich auf einer menügeführten Plattform Anwendungen selbstständig zu Workflows zusammenbauen kann, muss ich nicht unbedingt ein Programmierer oder IT-Fachmensch sein. Ja, dann kommen wir aber zu den Echtzeitschnittstellen. Und das ist ja
die gängige Methode, um Systeme miteinander zu verbinden. Die REST-APIs sind hier in der Regel, werden hier angewendet. REST-APIs basieren eben auf Web-Technologien über HTTPS und über entsprechende Standardparameter werden dann hier die Daten ausgetauscht. Auch hier ein Beispiel dazu. Weberhaus, das ist ein Fertighaushersteller. Und die Vertriebsmitarbeiter, das sind etwa 1000 in Deutschland, die machen immer wieder Hausbesichtigungen und wollen dann dafür auch Werbekampagnen durchführen. Und der Vertriebsmitarbeiter, der gibt jetzt hier im Marketingportal seine individuellen Kampagnendaten ein, also Uhrzeit, Termin und so weiter, und holt sich die Interessentendaten aus dem CRM via REST-API-Schnittstelle. Dann werden diese individuellen Daten mit den Interessentendaten und den Templates verknüpft. Und so wie wir das vorher auch gesehen haben bei dem Sokoto-Kampagnenautomat, werden auch hier dann automatisiert verschiedene Werbemittel ausgespielt. Und nach Kampagnenende das Ganze eben auch wieder zurückgeführt. Das heißt, also was hier wichtig ist, ich habe hier zwei Schnittstellen. Zwei REST-APIs, die ich sozusagen konfigurieren und pflegen muss. Das eine für den Empfang der Datenaustausch der Empfängerdaten und das andere dann bezieht sich auf die Kampagnendaten. Ich habe jetzt hier zwei Schnittstellen und das werden aber immer mehr oft, ja, weil ich immer mehr Datenquellen habe. Ich habe verschiedene Datenbanken, ich habe auch immer mehr verschiedene Systeme, ich habe immer mehr verschiedene Medienkanäle, die ich quasi dann ja auch miteinander verknüpfen und konfigurieren muss. Wir haben auch in Vorträgen, hier hören wir ab und zu das Stichwort Best-of-Breed-Systeme. Das sind auch Systeme, die dann via Schnittstellen eben auch miteinander verknüpft werden müssen. Und je mehr ich solche einzelnen Schnittstellen habe, desto schwieriger wird es halt, das Ganze dann auch letztendlich zu pflegen. Und dazu habe ich dann auch für solche Datenhub- oder API-Management-Systeme, wo ich dann für die Schnittstellen eine zentrale Ebene einrichten kann, wo ich die rechte Rollensteuerung, die Authentifizierung und so weiter, wo ich das einmal zentral mache für alle Schnittstellen und dann eben nur noch den Datenfluss von den einzelnen Datenquellen dann konfigurieren muss. Und das Ganze kann dann auf einer sogenannten Datenhub-Ebene zusammengeführt werden, wo ich dann die Daten eben auch in Profilen zusammenfassen kann und in die einzelnen Medienkanäle dann ausgebe. Ein wichtiger Anwendungsfall ist auch zum Beispiel Programmatic Printing. Da haben wir hier auch ein Beispiel, freundlicherweise von Lauda zur Verfügung gestellt. Das ist hier so ein Konrad-Mailing, wo ich genau das habe, wo ich Produktdaten habe, wo ich Mediendaten habe. Ich habe CRM-Daten, ich habe auch die Webshop-Daten, auch mit Recommendation Engine-Informationen, also was werden die Empfänger voraussichtlich kaufen. Und das Ganze wird dann in diesen Mailings zusammengefasst. Das ist, also wir haben jetzt hier auch schon in Vorträgen gehört, der Printbereich ist ja schwer in Bedrängnis. Und die Erfahrung ist eben, dass man diese zielgruppenspezifischen Mailings vor allem, also dass da auch Responseraten von 6-9% durchaus üblich sind. Also das sagt nicht nur die Deutsche Post, ja, sondern auch Unternehmen, auch OBI macht solche Studien oder hier von Konrad, die das eben auch entsprechend bestätigen. Ja, und dann habe ich eben auch den Bereich, dass ich dann Echtzeit, also Webshop oder Webtracking, dann auch wieder in diesen Datenhub zurückführen kann und dann eben auch wirklich in Echtzeit angepasste Medienkanalaussteuerungen machen kann. Das ist dann sozusagen die Kür von dem Ganzen. Und das führt dann auch dazu, dass ich eben die Produktdatenzusammenstellung ja auch
empfängerspezifisch machen kann. Ja? Also nicht nur, dass dann auch schon die Zusammenstellung der Sortimente dann entsprechend angepasst erfolgen kann. Ja, und zusammengefasst, also Kriterien für die Automatisierung. Es ist ein konzeptioneller Aufwand. Ich muss Zeit und Kosten damit einsparen können, sonst macht es keinen Sinn. Also der Aufwand muss ich amortisieren. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man hinterfragen sollte, wo kann ich Content-Strukturen reduzieren oder auch Layout-Strukturen. Also da sind wir gerade bei dem Punkt, den Sie auch angesprochen hatten, ja, dass ich auch wirklich schaue, muss ich jetzt wirklich die unterschiedlichen Textlängen haben für den einen oder anderen Kanal oder kann ich das nicht sinnvollerweise auch wirklich vereinheitlichen? Oder bei den Layout-Strukturen, also muss ich jetzt wirklich auf jeder fünften Seite den Störer haben? Ja? Ist der wirklich notwendig und brauche ich dafür wirklich InDesign oder kann ich das nicht auch anders lösen? Störer kann man ja auch regelbasiert erzeugen übrigens. Ja, und dann ist es so, dass ich Automatisierung bei vielen Aufgabenstellungen einfach schon absolut notwendig brauche. Das heißt, gewisse Dinge kann ich schon gar nicht mehr ohne Automatisierung machen. Das ist jetzt das Beispiel der Echtzeitpersonalisierung. Das geht ohne Automatisierung überhaupt gar nicht. Ja, der User kommt auf die Website und es wird ihm genau das angezeigt, auf der Basis seiner vorhergehenden Aktivitäten. Und wir haben es gesehen an zum Beispiel Performance Max, viele Medienkanäle effizient anzusteuern oder die Vielzahl an Sprachausgaben, Time to Market. Das sind alles Anforderungen, die Automatisierung einfach benötigen. Und es ist so, der eine macht es, der andere nicht. Und der es macht, der hat halt den Wettbewerbsvorteil. Ja. Weil der Aufwand steigt halt exponentiell an. Ja, und letzter Punkt ist eben auch, hatte ich schon angesprochen, ganz wichtig, dass wir auch Entwicklungen haben im Bereich No-Code, Low-Code. Das heißt, ich kann dann bausteinartig auch mir Anwendungen zusammenstellen, ohne dass ich jetzt spezielles IT-Know-how dazu benötige. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihren Automatisierungsprojekten und freue mich noch über Fragen. Dankeschön.